Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Seid willkommen im neuen Video. Wir wollen heute eine Currywurst machen. Falsch. Wir wollen heute eine Currysoße machen. Als wir heute Morgen am Überlegen waren, was wir einkaufen, habe ich gedacht, oh, ich hätte heute so eine Lust auf Currywurst-Pommes. Und da habe ich gedacht, ah, ich mache doch einfach mal meine gute Currysoße, die man super über eine Currywurst machen kann. Und damit starten wir jetzt. Wir brauchen am Anfang so ein bisschen Zwiebel, Knoblauch, einen Apfel, um ein bisschen Säure und ein bisschen Würzigkeit zu bringen. Ein bisschen Chili, jeder nachdem, wie er so mag. Aber da wir nachher noch ein bisschen Zucker da rein tun werden, kann man dann im Endeffekt mit dem Zucker auch gegensteuern, sodass man über den Zucker dann einstellen kann, wie scharf man es wirklich haben will. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an und dann werden wir ja sehen, was wir noch alles so brauchen. Ich habe jetzt schon mal die ganzen Zwiebeln gepellt, den Knoblauch hier habe ich auch schon gepellt. Ich werde den jetzt einfach nur so in dünne Streifen runterschneiden und das gleiche mit dem Knoblauch auch. So, dann schneide ich noch mal eben schnell meine zwei Chilis runter. Nummer eins. Ich tue die da komplett rein, mit Kernen und allem. Wir tun da nachher schön braunen Zucker rein und dann können wir da schön gegensteuern. So, jetzt mache ich eben schnell den Apfel. Kerngehäuse gleich raus und dann schneide ich den auch klein. Wie viel Apfel brauchst du denn? Einen Apfel mache ich da jetzt rein, ja. Ich glaube, das reicht. Man könnte da auch noch andere Frucht reintun, wenn man will. Also Ananas geht mit Sicherheit auch super geil mit Curry zusammen. Oder man kann natürlich auch ganz bestimmt eine Mango nehmen. Kommt bestimmt auch gut da drin. Ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel Frucht man halt so haben möchte, ne? Okay. Mal ein bisschen Krach machen hier. Nicht immer nur andere, sondern auch wir. Ich habe hier noch ein schönes Stückchen Ingwer gefunden. Das ist so ein Bio-Ingwer. Den schneide ich mir jetzt auch noch klein. Da wir das ja alles noch pürieren, kann der auch so groß bleiben. So, damit haben wir erstmal alles soweit klein geschnitten. Wunderbar. Ich habe mir einen Herd aufgestellt, habe da schön ein bisschen Rapsöl reingetan und da tue ich jetzt meine ganzen kleingeschnittenen Zutaten rein und werde die jetzt schön anrösten. Das ist jetzt schön angebraten schon, kommen schon so die ersten Röstaromen rüber, dann tun wir da jetzt gleich mal ein bisschen Curry rein. So, mit dem Curry werde ich nicht so geizig sein, wir wollen ja auch, dass der schön durchkommt, soll ja eine Currysoße werden. Der Curry muss beim Anbraten mit dabei sein, damit er seinen vollen Geschmack auch entfalten kann. Der braucht so ein bisschen Hitze, um halt richtig gut zu kommen. Jetzt bin ich mal so ein bisschen mit der Kraft zurückgegangen. Wir wollen ja jetzt nicht mehr braten, wir müssen jetzt anfangen zu kochen ein wenig. Ich habe mir besorgt ein bisschen Tomaten. Die sind ja jetzt im ganzen Früchten noch drin. Das macht das Ganze noch ein bisschen fruchtiger. Ich war jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob ich Apfelessig da rein tue, den habe ich hier schon stehen, oder ob ich hier nicht noch eine halbe Zitrone reindrücke. Ich mache jetzt für die Säure da ein bisschen mehr Zitrone rein, weil ich glaube, das ist ganz geil. Achso, das Wort geil wollte ich ja nicht mehr benutzen. Also das ist ganz super, wenn da jetzt so ein bisschen durch die Zitrone so ein bisschen die Säure kommt. Und dann tun wir da gleich auch ein bisschen braunen Zucker hinein. Zitrone haben wir jetzt drin. Jetzt tue ich da 3 Esslöffel braunen Zucker zu. Man kann natürlich auch jegliches Ersatzzucker benutzen dafür. Haben wir mal benutzt. Verlinke ich unten. Geht auch wunderbar damit. Ein bisschen Pfeffer.
Ach übrigens, wo wir gerade bei Gewürzen sind, ich beziehe meine Gewürze von gewürzmaster.de. Mache ich euch unten auch einen Link rein, könnt ihr gerne mal auf die Seite gucken. Die haben sehr ausgewählte und sehr gute Gewürze. Ich tue da jetzt eine ganze Menge Tomatenmark rein, damit noch ein bisschen mehr Tomatengeschmack kommt, weil ich finde den momentan noch ziemlich lasch. Außerdem dickt es dadurch auch so ein bisschen ein. So, ich habe mir jetzt meinen Stabmixer genommen und werde mit dem Stabmixer das jetzt mal eben durchmixen. Also auf Wunsch einer einzelnen Dame, die nämlich auch schon probiert hat, also sprich meiner Kamerafrau, tue ich jetzt noch ein bisschen Zucker da rein, die findet das noch ein bisschen zu scharf. Sonst ist es sehr schön fruchtig geworden und ich finde das eigentlich schon ganz geil. Also ich finde auch die Konsistenz für so eine Currysoße, ist doch perfekt. Ich finde die schon ganz gut. Ich werde das jetzt noch ein bisschen köcheln lassen und dann fülle ich das gleich um in ein Glas, sodass wir das halt auch ein bisschen länger lagern können. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast mit dem Video durch. Dann habe ich gleich noch eine Bitte an euch, aber da kommen wir gleich zu. So, jetzt zu meiner Bitte. Ich sympathisiere ja mit den Segeljungs. Das sind ja zwei Jungs, die sich vorgenommen haben, einmal um die Welt zu segeln. Die haben ein Magazin rausgebracht, was sie in ihrem Shop verkaufen. Dieses Magazin ist super schön, wie man hier schon in der Aufmachung sieht, auch echt eine super Qualität. Und da stehen wirklich tolle Artikel drin. Ihr unterstützt die mit denen, sodass die halt auch weiter segeln können. Schaut es euch einfach mal an. Ich mache unten einen Link rein. Dann landet ihr direkt bei denen auf der Homepage und ich mache einen zweiten Link rein, wo ihr dann auf dieses Magazin landet. Ist nicht ganz günstig, aber soll ja auch was rüberkommen für die, damit die halt auch weiterreisen können. So, und jetzt fülle ich mal eben schnell meine Currysoße ab. Die Currysoße ist jetzt schon so ein bisschen abgekühlt. Ich tue die jetzt hier vorne in mein Glas. Aber ist ja immer noch richtig heiß, das gute Zeug. Naja, egal. So, wunderschön abgefüllt. Und ein kleiner Rest ist hier noch in meinem Topf drin. Den werde ich jetzt nochmal probieren. Ich finde das Zeug ja so geil. Mmh. Einfach nur super. So, ihr Lieben, es ist vollbracht. Unsere Currysoße ist hier drin. Schön fruchtig, schön Curry, ein bisschen Schärfe. Richtig geil geworden. Unten werde ich wieder eine Anleitung schreiben und eine Einkaufsliste, was ihr alles gebraucht, damit ihr das nachmachen könnt. Wenn wir heute Abend schön Currywurst Pommes essen, werde ich davon ein Bild machen und das werde ich auf meinem Instagram-Account veröffentlichen. Mache ich euch auch unten einen Link rein, könnt ihr euch dann angucken. Und ja, dann war es das für heute. Dann sagen Tschüss und Frank von foodblog-hamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.